Gerücht. Ein Gerücht ist etwas, was als Behauptung weitergetragen wird, aber was nicht bestätigt ist. Gerücht kommt von dem Mittelneudeutschen oder Mittelniederdeutschen Geruchte und hat etwas mit Ruf zu tun und Leumund. Ähnlich gibt es ja auch die Ausdrücke anrüchig oder berüchtigt. Und so hat etwas mit Ruchte zu tun, hat auch etwas mit Rufen zu tun. Und so ist ein Gerücht etwas, was gerufen wird, was gesagt wird. Gerücht ist oft auch eine gute Nachrede oder auch böse Nachrede. Prüfe Gerüchte auf ihren Wahrheitsgehalt. Wenn du ein Gerücht hörst, reagiere nicht sofort darauf, sondern überlege erst einmal, ist dort eine Wahrheit dahinter? Es gibt viele Menschen, die auf bloße Gerüchte sich aufregen, schimpfen oder Maßnahmen ergreifen. Wenn du ein Gerücht hörst, das dich selbst betrifft, dann überlege erstmal, ist es wert, darauf zu reagieren? Wenn du ein Gerücht über einen anderen hörst, dann überlege auch, ist es dort notwendig zu reagieren? Manchmal muss man Gerüchten entgegentreten. Es gibt manchmal Gerüchte, die den eigenen Ruf so stark beschädigen, dass nachher die Fähigkeit, letztlich Dinge zu gestalten, eingeschränkt wird. Und daher ist es manchmal durchaus nötig, Gerüchten entgegenzutreten. Denn es heißt so schön, es bleibt immer etwas hängen. In diesem Sinne, manchmal muss man entgegentreten. Oft ist bei Gerüchten es am klügsten, nicht zu reagieren. Manchmal ist es am klügsten, nicht zu reagieren. Wenn Menschen Gerüchte verbreiten über andere oder über einen selbst, oft ist der, der nicht reagiert, der klügste. Oft, aber eben auch nicht immer. Hüte dich davor, Gerüchte, insbesondere schlechte Gerüchte, über andere zu verbreiten. Es gibt das Gesetz des Karma. Was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Wenn du also etwas Schlechtes über einen anderen hörst, wenn das ein Gerücht ist, gib es nicht weiter und erst recht nicht erfinde Gerüchte über andere, um anderen zu schaden. Letztlich ist derjenige, der über andere Gerüchte verbreitet, jemand, der irgendwann auch solche Gerüchte über sich hören wird.